Du hast einen Süßkuchen dabei! Da gehört mir. Das ist die Kaution für den Auszug. Spielen vorbei! Spielen vorbei, Bitch! Ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Du kannst gerade draußen bleiben, Vollidiot. Du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot! Clem, teste mal kurz die Kugel, okay? Was machen wir jetzt, Kinder? Und was geht eigentlich bei euch ab heute? Sollen wir kurz rausgehen? Warum ist hier jemand einfach in unserer Vault drin gewesen? Ich finde das da... What? Wie sie angebottet kommt? Alter, ich mich gerade erschreckt. Ey, was war los? Also ihr wisst vielleicht noch, wir haben hier diesen Raider gefunden. Der ist knallhart wohl hier reingekommen. In unsere Vault. In uns? Überlegt mal, in unsere Vault. Das kann man doch nicht machen. Komm, wir gehen mal raus. Machen wir das jetzt oder was ist da draußen jetzt los? Ich frag mich, wo wir jetzt rauskommen. Babbelnet, Mann! Ich bin doch einfach hier irgendwo. Du Fuckel. Okay, okay, warte. You gonna die! Bitch! Ja! Alter, fuck, wo ist der Rest von denen? Da unten ist... Lauf! Ey, da lauf! Der kommt hoch! Das ist so ein Bomber! Spielen vorbei! Spielen vorbei, Bitch! Ich bin gerade völlig perplex! Ich habe mit diesem Spielstand, also mit meinem aktuellen Level, noch nie gegen Supermutanten gekämpft. Ada, wir verpissen uns jetzt. Komm mit. Ada ist bestimmt oben gestorben. Wir gehen jetzt schnell zurück, denn wir haben hier ein neues Questziel. Ada, bist du wieder da? Nee, die Blade Blooms, wer ist auch nicht wieder Haslav, ne? Maulwurfs Rabenmutter. Sie ist mutiert! Na, hier, du kriegst den Kolben meiner Waffe. Slend. Da. Leg dich erstmal. Ich bin ruhig. Ah, hier war ich doch vorhin, oder? Das ist nie im Leben so starke Beine, Alter. Hör auf jetzt. Zu viel Leg Day gemacht, oder was? Hä? Ever skip Leg Day. Das weiß doch jedes Kind. Ja, wer liegt denn da rum? Alter, ist es aber gut. Fuck, ich sag. Oh Gott, nein. Komm schon. Oh, ich hab meinen Critical jetzt benutzt für die Sache. Ah ja, da geht's durch. Das ist sicherlich der Wake Back. Warte mal, was ist denn. Alter, was ist hier los, Mann? Ey, wenn jetzt die Aida-Angaben kommt und kämpft, kotze ich mich aus. Schnell das hier, kann man hier... Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind direkt zurück. So, noch 30 Meter, dann sind wir hier wieder bei der Tante. Wahrscheinlich können wir ihr dann sagen, dass wir alles geöffnet haben, beziehungsweise aktiviert haben. Oh, Leute! Bitte einfach dort drüben. Ein Ghoul. Ich weiß nicht so recht. Wir haben unsere ersten verschissenen Siedler, Alter, ging das schnell. Guck mal, was die für eine hotte Gürtelschnalle anhat, Alter. Was ist denn da unter dem Gürtel, Madame? Ist doch ein Cammeltoe versteckt, du. Ich warte so lange wie nötig, Ma'am. Oh, okay, Mann, aber ich bin ein Mann, aber ist ja wurscht. Und du? Hey, ich wusste nicht, was mich erwartet. Hiermit hatte ich sicher nicht gerechnet. Tja, dry anal, mein Freund. Okay, wie sieht's aus? Was machen wir? Bitte, tritt vor. Ah, ja, willkommen. Das hier ist also ein Vault, ja? Ganz richtig. Und du könntest einer unserer glücklichen neuen Bewohner sein. Ihr habt hier in dem Vault was zu essen, oder? Natürlich. Und die Chance auf ein neues Leben. Aber erst ein paar Fragen. Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Regierung? Regierung? Wovon zum Teufel redest du? Ey, wir gehören zu den Guten. Ist okay, wir gehören zu den Guten. Beantworte einfach die Fragen. Ja, genau. Nur damit ihr es wisst, ich behalte euch im Auge. Macht bloß keinen Scheiß. Für unseren Spezialauftrag kommst du nicht in Frage. Aber willkommen im Vault, deinem neuen Zuhause. Wenn sie repräsentativ für die Leute an der Oberfläche ist, muss es draußen rauer zugehen als gedacht. Bist du bereit für das nächste Gespräch? Hau rein, Alter! Warum ist sie ungeeignet? Sag mal. Wieso war sie als Testsubjekt ungeeignet? Zweifler und Zyniker liefern nur selten gute Daten. Nein, wir brauchen jemanden, der bereit ist zu kooperieren. Es macht ein bisschen Sinn. Weiter geht's. Machen wir weiter. Okay. Hallo. Willkommen in Vault 88. Das hier ist ein echt nettes Plätzchen. Sehr nett. Und ich kann gehen, wo immer ich hin will, ja? Soweit angemessen. Ist doch ein Team. Ja. Aber ich habe eine Frage an dich. Klar, sicher. Was willst du wissen? Eine hypothetische Situation. Sagen wir, der Reaktorkern schmilzt und du bist der Einzige, der das verhindern kann. Stimmt irgendwas mit eurem Reaktor nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Wir tun nur so, als ob. Also, du kannst die Kernschmelze verhindern, aber du wärst extrem starker Strahlung ausgesetzt. Was tust du? Naja, was immer du willst. Wenn es okay ist, würde ich mich jetzt gerne mal umsehen. Versuche nicht, uns abzuziehen, Bitch. Wenn du dran denkst, uns abzuziehen,
Lass es. Hör zu, da oben ist die Hölle. Wenn ihr mir was zu essen und einen Platz zum Schlafen gebt, benehme ich mich auch. Erwarte aber nicht, dass ich für euch in einen Reaktor springe. Raus aus unserem Vault. Wieso bist du... Ja, komm, wir nehmen ihn auf. Wir geben ihm Essen und er... Ist gut. Wir brauchen einfach auch so ein paar Statisten. Die stehen einfach nur darum, dass die Vault voll aussieht. Komm, lass ihn hierbleiben. Ich glaube, wir könnten ihn in unserem Vault gebrauchen. Solange ihr aufrichtig seid, werde ich es versuchen. Ehrlich. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Du kannst bleiben. Aber du bist nicht das, wonach wir suchen. Nur zu. Mach dich mit deinem neuen Zuhause vertraut. Was für eine eigenartige Person. Für unsere Experimente ist er ganz klar nicht geeignet. Okay, chill mal. Hoffentlich sind aller guten Dinge drei. Genau, sieht's nämlich aus, Mann. Nächstes Gespräch, komm ran! Lass uns das nächste Gespräch führen. Wie du meinst. Hallo. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wow, eine echte Aufseherin. Ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Der Dummkopf. Hallo, mein Name ist Clem. Ah, ja, Clem also, ja? Bevor du es dir hier bequem machst, habe ich ein paar Fragen an dich. Oh, klar, sicher. Ich beantworte gerne deine Fragen. Nun, sehr schön. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wurdest zum Wachdienst eingeteilt. Du weißt schon, aufpassen, dass niemand hier eindringt. Plötzlich hörst du eine Frau im Vault schreien. Was machst du? Ich soll was bewachen? Klar, das kann ich. Ich kann direkt damit anfangen, wenn du willst. Aber ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Du kannst gerade draußen bleiben, Vollidiot. Du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot! Ah, was machen wir jetzt? Der Frau helfen vielleicht? Später quälen wir ihn mit dem Wattebausch, aber jetzt... Wir fragen ihn mal, warum er der Frau nicht hilft. Würdest du der Frau helfen oder nicht? Ja, tut mir leid. Naja, wenn du sagst, ich soll Wache halten, dann halte ich Wache. Und ich verlasse meinen Posten nicht, solange du mir das nicht sagst. Ist das okay? Perfekt. Und noch eine Frage. Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Oh, sie ist gestorben. Aber sie war nett. Du hättest sie gemocht. Sie hat mal eine Maulwurfsratte getötet. Wirklich? Das ist erstaunlich. Beschreibe die Eigenschaften, die du am meisten an ihr bewundert hast. Naja, sie war stark. Wegen der Maulwurfsratte. Und sie, hat mir zu essen gegeben. Oh Gott, tut mir leid. Der Ort hier ist so viel besser als die Absteige, in der ich gelebt habe. Es ist ein Spaß irgendwie. Spiel mir nichts vor, genau. Ich hoffe für dich, dass du hier nicht schauspielerst. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich will hier nur unbedingt rein. Ich weiß nicht, wie lange ich es da oben noch aushalte. Wir suchen einen Freiwilligen, Clem. Jemand, der ein paar neue Geräte ausprobiert, die allen helfen werden. Hast du Interesse? Du meinst, ich darf bleiben? Ich meine, natürlich. Ich helfe euch. Ich helfe gerne. Ich gönne da. Da bin ich, der alte Clem. Immer bereit zu helfen. Ja, ich glaube, du passt perfekt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen. Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet werden. Es sollten Vorräte im Empfangsbereich beim Eingang sein. Energie! Statt der Clem mit dem Vault-Anzug aus. An der Stelle habe ich direkt eine Frage an euch. Ich weiß, ich mache die Folgen immer so ein bisschen durchgepeitscht und lustig und so, aber die Gespräche... Oh, Level up, Alter! Aber die Gespräche will ich am Stück lassen, dass ihr das mitbekommt, dieses DLC überhaupt. Ist es für euch zu krass? Die Dialoge erschlagen wir euch? Spult ihr einfach weiter, weil euch das nervt? Soll ich die einfach auch ein bisschen beschneiden und nur das Wichtigste, also willst du rein? Ja, der ist gut, zack. Oder wollt ihr alles sehen? Bitte schreibt das mal hier unter das Video. Dankeschön, ihr Bibis. Okay, los geht's. Clem, nimm erstmal diese verschissene Sack. Ich meine, ich kann ihm nichts geben. Clem, guck mal, ich hab doch was für dich. Für dich. Hier ist noch so ein Poop-Boy. Clem. Wir machen jetzt aus dir einen echten Vaultbewohner. Du hast einen Süßkuchen dabei! Der gehört mir. Das ist die Kaution für den Ortzug. Und natürlich noch für deinen Poopboy. Warte, wo ist er? Mein Schrott hier, ein kaputter Pipboy. Manche Leute beschweren sich. Aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Ich muss es ihm auch noch anziehen. Ich bin seine Mutter oder was? Ich mach das schon. Versprochen. Jetzt geh erstmal runter und besteig die junge Dame, die vorhin reingekommen ist. Hast du dir auf jeden Fall verdient, ja? Und, aber Clem, warte mal, Clem. Bleib's nicht zu wild, ich will auch noch nein. Komm, wir müssen mit der Alten. Unsere ersten Vault-Bewohner. Was für ein Moment.
Aber gut, zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Voltec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Super. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Macht so ein bisschen Sinn, oder was sie gesagt hat? Komm, wir machen mal das. Aber ist ein gesunder Bürger nicht gut für die Gesellschaft? Insgesamt zeigt unsere Forschung etwas anderes, auch wenn kurzfristig einige medizinische Kosten abgemildert werden. Aber Training erhöht die Lebenserwartung. Und das bedeutet, dass die Alten länger die Ressourcen des Vaults in Anspruch nehmen. Nein, Training ist letztlich eine Fehlentwicklung, die wir beenden sollten und können. Alles klar. Siedlungen können immer Strom gebrauchen. Exakt. Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Aufseher? Ach, ja. Mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich zumindest. Die alte Ich lade Bitch. Dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche Energie. Du alte, verschissene, durchgepeitschte, karottenfingerige Gesichts... Pizza mit Kot besetzte, am Hintern sicherlich ausschlagbehaftete, alte Kröte. Alte verschrumpelte Kröte, wollte ich eigentlich sagen, aber ich hab's umschrieben, schön umschrieben. Treib Clem an seine Grenzen. Der Strom muss fließen. Wo ist die Bitch-Slap-Waffe? Wie sie mir einfach ins Wort fällt. Leute, ich muss jetzt aber eh ausmachen. Gleich fängt der Stream an. Ich will aber noch davor eine Sache erledigen oder zwei. Wisst ihr was? Ich will noch so ein Rad bauen. Nee, Quatsch. Da fehlt eh noch Schrauben. Ich habe nicht genug Schrauben. Ah, leck mich doch am Ärmel. Wir brauchen eine Versorgungsroute zu meinen anderen Dingern. Ach komm. Ah, da ist ja die Frau. Sehr gut. Mach du mal eine. Oder. Das ist ein Mann. Hier ist die Frau. Was? Ah, die Frau wollen wir noch knallen. Hey, mach du mal kurz was. Mach mal so eine Versorgungsroute, okay? Geh ruhig nach Ding. Geh ruhig mal nach Sanctuary Hills. Und schon sind wir versorgt mit Cash. Ich hab Dios Metall gebaut. Jetzt kann ich nämlich endlich Transfer machen und den ganzen Scheiß hier rüberpullen. Was? Ich bin immer noch so voll. Da, Rüstungswerkbank, du. Das ist es doch, das ich brauche, du. Das Ding, das Gerät, du. Hammondchair, das, Warte, gib mir Madre. Butzi. Genau die Pip-Boy-Kiste habe ich auch. Genau die. Ich stelle das mal kurz voll stümperhaft hier hin. Ich muss jetzt einfach kurz hier dran. Und dann noch mit extra Ultra-Taschen. Dann natürlich noch das Killers-Ding. Polymer. Logisch, natürlich auch Taschen. Was fragt ihr jetzt überhaupt noch so zwischenrein, Leute? Wie unhöflich. Wie stark die Sachen jetzt sind. Jetzt können wir die doppelläufige Schrotflinte noch wegkloppen. Und dieses Teil brauchen wir auch nicht. Und die Pistole können wir jetzt... Oh, die ist schon auf Ultra. Och, Mann. Ich dachte, die könnten auf 1000 Millionen stellen. Stummellauf, was? Natürlich ein Standardlauf, ist doch klar. Alle, wie die Reichweite so krass gesteigert wird. Komfortgriff machen wir noch dran. Ich will hier alles... Clem, teste mal kurz die Kugel, okay? Naja, gut. Wir werden jetzt mal dieses Rad hier einfach mal angehen, ne?